Ja, hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Splatfest hier bei Splatoon 3. Ja, wir kommen jetzt wieder relativ schnell in Splatfest dazu. Arenen werden gerade gewechselt. Neues Splatfest mit einem merkwürdigen Thema, meiner Meinung nach. Jedenfalls konnte ich mit keinem von den Themen damals anfangen. Das Thema dieses Splatfest ist: Womit begrüßt ihr euch am ehesten? Meine Begrüßungsart war nicht darunter, aber hier die drei Begrüßungsarten: Handschütteln, Fistbump oder einfach nur kaputtknuddeln. Ich konnte mir, wie gesagt, mit keinem von den drei was anfangen und habe einfach einen Zuschauer einfach für mich entscheiden lassen. Und deswegen bin ich jetzt bei Team Knuddeln. Ich knuddel euch alle weg. Ja, bin schon gespannt, wie das ausgehen wird. Ich gucke, dass ich den Stream im Gegensatz zu den anderen Streams dann auch tatsächlich dieses Jahr noch hochlade. Das ist dann übrigens eine Ausnahme. Momentan mache ich es ja bei YouTube so, dass ich dieses Jahr erstmal die normalen YouTube-Projekte momentan bevorzugen will, aber die Splatfeste, die will ich halt aktuell halten. Deswegen gibt es da eine Ausnahme. So, und für den ehren Zuschauer, wenn er mitreden will, ich bin jetzt entmutet im Discord. Wenn der mitreden will und da ist. Meine Begrüßungsart wäre übrigens einfach nur winken oder Hand heben und Hi sagen. Das wäre meine Begrüßungsart. Ich sag's, wie es ist. Bei dem Splatfest ist mir vollkommen Latte, wer gewinnt. Weil ich alle drei Teams nicht so wirklich fühl. So, die Schlacht beginnt. Und genau wo ich die erste Runde anfange, kommst du. Vor 10 Minuten, aber ich muss jetzt auch langsam weiter. Beeilt. Ja, muss was umstellen. Sonst habt ihr den Sound doppelt. Damit ich gleich Sound habe, kann ich erst nach der Runde machen. Aber solange höre ich nur dich. Passt schon. Oh. Ich habe auch erwähnt, dass du hier mein Team ausgewählt hast. Bei mir ist es relativ Latte war. Auf gut Deutsch. Also ich konnte mit allen drei Teams nichts anfangen, deswegen habe ich dich entscheiden lassen. Ich habe übrigens 100 bekommen heute. Irgendwie bist du bei mir heute echt arschleise. Ja? Ach man, was ist ich? Dann schiebe ich mal mein Mikro jetzt mal vor die Fresse. Du musst das fast aufessen. So wie Akaya Ja. immer. Hier, kriegst erstmal das hier wieder. Ich würde dir den Fernseher. Ach, danke. Danke für die Abos. Oder hast du ihn jetzt nur zum 9. Mal abonniert? Geil, ne? Ja, freut mich. Danke. Der mit seiner Elite da oben. Alter, ich habe mal Chibi-Shining als Gesicht. Geil. Ja, wenn ich 10 Monate abonniere, was ich ja schon habe. Ich habe ja mal. Boah, der scheiß Camper da, der nervt mich. Mal sehen, ob ich heute mal wieder Clips schneide. Also, so viele Splatoon-Clips. Vor der King könntest du momentan richtig viel schneiden, an Clips. Edling. Oh, da. Ich würde lieber abbauen, vor das machen. Gerade der ist es, der mir so hardcore auf den Sack geht. Der campt da oben mit seiner extremen Sniper.
soll er denn sonst machen? Alter, 400.000 Moneten? Was bist du denn für ein reicher Gockel? Ja, hab einfach nichts ausgegeben. So, jetzt kann ich dem Fernseher endlich Lautstärke geben. Ich weiß halt nicht wieso, aber der nimmt halt den Discord-Sound mal wieder nicht. Alles ist gut, Doc. Alles ja, ist gut. Ich hab. Du fuckst mich jetzt gerade. Ich hab. Du fuckst mich gerade damit ein bisschen ab. Lass das. Der Witz ist, mein Hund reagiert auch drauf. Der denkt die ganze Ich finde, das ist nicht beruhigend, wenn man das sagt. Aber mein Hund reagiert drauf. Ja, dein Hund, weil er keine anderen Menschen hier sieht. Also bei dir. Gerade bin ich allein zu Hause. Oder führst du eine Beziehung? Nee. Ich bin der ewige Single. Ach, Klein Shining will für immer Single bleiben. Ich bin es einfach nur nicht wert, sagen die Frauen. Die sehen mich und drehen um. Kannst ja auch schwul werden, ist mir ehrlich egal. Die drehen genauso um. Aussehen ist nicht das Entscheidende. Ich sag, reagier mal so. Aber ich und mein Mülleimer könnten Zwillinge sein. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das hast du gesagt. Also wenn du dich so definierst, dann tut's mir ja schon im Herzen weh. Also ich bin definitiv nicht der Inbegriff von gut außen sehen. Das weiß ich. Ich weiß, dass ich nicht sonderlich gut aussehe. Gammelt einer. Ich hätte dir ja gern geholfen, aber ich hatte keine Tinte mehr. Ich habe mich für dich geopfert, damit du weiterfährst. Danke. Das hättest du doch nicht tun müssen. Aber einer sitzt da oben. War das gut? Oh, okay. Eigentlich stinkt, aber ich werde langsam auch so ein bisschen tätig mit den Sekundärwaffen. Ja, die Instabombe, die nutze ich gerne. Oh, ich habe sogar noch einen gekillt. Geil. Peng, peng, balla, balla. Okay, das wird ein Win. Hoffe ich. Nein, ich war noch in Reichweite. Das sollte eigentlich ein Win sein. Wenn nicht, dann machen wir was falsch. Warum stehen da drei Leute, wenn ich da hinspringe? Oh Gott! Ich sag... doch, es gibt, sichere Siege gibt es nicht. Du hast schon oft genug erlebt, dass innerhalb von 4 Sekunden allein schon sich so viel ändern kann.
Glaub's mir oder glaub es nicht, ich dachte, ja, das wäre einer von uns. Was? Nee, das hat mich nur überrascht, dass auf einmal von oben eine ankam. Oh was, das war so knapp noch? What? Die waren auch fleißig bei sich. Die Base macht um die 30% aus. Gut, aber wir haben ja so dominiert, die Mitte. Ich glaube, hätte ich den oben dann nicht gekillt, dann hätte er das sogar geschafft, sogar noch. Irgendwie kriege ich den Krabbenpanzer nicht geschissen. Schulz. Martin Schulz? Ich meine, ich bin alt. Wieso bist du alt? Weil ich noch Schulz sage und nicht irgendein cooles Jugend-Slangwort. Ich kenne auch keine Slangwörter wirklich. Ich bin aus der Szene mit Slangwörtern so oder so schon raus. Ich bin 26. Das Jugendwort ist irgendwie goofy geworden. Ich habe wieder vergessen, was es heißt, tatsächlich. Du bist voll goofy, Alter. Dämlich. Weil Goofy nicht besonders intelligent ist. Deswegen. Ja, Goofy heißt ja dieser, ist ja dieser von Mickey Mouse. Dieser ja, der ist nicht besonders intelligent, also ist das eine Beleidigung. Trotzdem, also wer nutzt denn eine Scheiße? Aber ich merke, dass ich alt werde. Ich bin 20 und... Du bist nur 20? No! Du bist jünger als ich? Ja? Jetzt fühle ich mich noch älter. Ich bin gerade richtig schlecht gestorben. Wirklich, also das ist wieder so ein typischer Shining-Code gewesen. Hallo? Was soll das denn heißen? Ich spring einfach in den Tod, das war das. Hallo? Was soll das denn heißen? Warum ist das ein typischer Shining-Tod? Diese Torpedogranate ist so ein Genuss, ne? Ja, der Torpedo, der ist gut. Der verfolgt. Die macht einen Gegner sowas von fertig. Ja, die jagt einen und wenn sie trifft, dann macht sie auch noch zusätzliche Bomben. Ganz oben steht einer. Oh mein Gott, die Haftbombe! Ich hab die gehört und rennt trotzdem rauf. Ja, das passiert mir auch durchgehend. Ich hab die gehört. Hast du eine Erbsch? Nein, dem Feindesperser. Kannst du das da oben sehen? Da unten gammelt einer. Hallo, ich habe ihn dreimal jetzt getroffen. Normalerweise braucht die Waffe zwei. Wo stehen sie? Wo darf ich hinballern? In die Mitte. Bin ich runtergefallen. Boah, wie schnell ich bin! Auch wenn ich nicht im... Wir haben gewonnen. Sofern jetzt nichts Dummes passiert. Oh, ich habe noch... überlebt! Ich bin auch gerade komplett reingerannt. Waren die in der Mitte jetzt wieder? Guck dir mal die Karte an. Okay, wie sollen die durchkommen?
Ja, kann ja sein, dass wieder einer sich raufgeschlichen hat. 18% haben die. Wir hatten fast... Enzi-Gegner, die schaffen das immer wieder. Wir hatten 3/4 der Karte. Ich sagte ja, es gibt keinen sicheren Sieg. Man kann halt jederzeit überrumpelt werden. Wenn man solche Aktionen durchführt, wie gerade eben, dann ja. Grundsätzlich sind solche Offensivoperationen grundsätzlich sehr kritisch und sehr gefährlich. Ah, ich freue mich wieder auf Shellshock. Ja, den Kuss habe ich... ist ja wieder. Ja, den Kuss habe ich übrigens Level 3. Also, den kann ich dir zeigen. Ich habe alle Waffen gekauft, außer dem Kuss. Ich bin dabei, ja, diese 2000 zusammen. Sehr schwierig. Ja, ich weiß. Ich muss mal selber mal gucken, ob ich wieder Shellshock starte. Ich muss auch die anderen Waffen Level 3 hauen. Stehe ich auch kurz davor. Am schlimmsten zu leveln finde ich immer noch den Wanderer. Kriege ich so gut wie gar nicht gelevelt, weil der nie treffen will. Ich habe den auch nur Level 2. Also Anfang Level 2, nicht mal Level 3, Ende. Das ist, wenn man einen Wagner-Sturm durchführt. Was für ein Ding? Wagner-Sturm. Wagner-Einheit, die russische Wagner-Einheit. Söldner-Truppe. Die rennen so rein, ohne überhaupt nachzudenken, ob da Gegner sind. Ich hab davon keine Ahnung und enthalte mich der Aussage. Kann ich mit dem Krampanzer eigentlich die Wand hochrollen? Ich nutze den so selten. Das war eine coole Splitling. Hab ihn. Ich hab den im Gammler hier oben. Oh, ich hatte keine Titte mehr. Hätte ich jetzt keine Titte gehabt, wäre ich tot gewesen. Aber solche Gegner liebe ich zu töten. Die ganze Zeit, wie die Wagner-Söldner sind. Das liebe ich ja, ne? Kann nur verlieren. Kann man wie ernsthaft schon in deren Base? Verdammt. Ganz rechts ist der mit der Coolie Splatling. Ich hab 2 eliminiert. Oh, der aber mit der Scooties Battle lebt aber noch. Ich hab nicht gesagt, dass der gestorben ist. Achso, das war uns. Ich dachte, das wäre unsere. Hab ihn jetzt! Ich dachte, das wäre die ganze Zeit unsere Haftbombe in der Mitte, aber. Nein, es war die gegnerische. Ja, das passiert mir durchgehend. Okay, ich spring nicht nach vorne, ihr sterbt gerade wie die Fliegen. Die Gegner aber auch. Ey, diese Haftbombe, ne? Ey, du! Ich habe noch eine Bombe rübergeworfen. Dieser Cola-Automat, ey, der hat meine Tinte geblockt. Ich weiß, der ist in der Hinsicht useless. Der steht halt im Weg, aber wir haben gewonnen. Ich habe mit dem Krabbenpanzer vorher da oben bei denen die ganze Zeit alles gefärbt, statt unten irgendwas zu machen. Also du warst in der gegnerischen Base? Nee, ich habe von unten aus in deren Base reingeschossen, ohne dass die mich abschießen konnten. Achso, von unten warst du? Ja, damit die auch da oben beschäftigt waren. Ja, ich habe nämlich gesehen, da war einer von unseren Mates nämlich in der recht weit. Und was kriege ich? Oh. Oh, das ist doch die Rückkehrzeit, oder nicht? Nee, warte, dass meine Spezialleiste nicht so stark runtergeht, wenn ich sterbe. Das war das. Ja. Oder bin ich doof? Nee, ja, Spezialabzug. Spezialabzug. Kannst du nicht mal vor The King in den Streams sitzen? Da gibt's so viel zu klippen. Guck dir mal den Highlight vom letzten Mal an.
Da bräuchte ich den meinen Clipmeister. Hm? Ja, ich bin da nicht jeden Tag fit. Ich habe ein paar Mal reingeschaut, aber ich habe ich gerade wirklich 12 Leute liquidiert und okay, das ist schon. Du hast sie schlafen geschickt. Ja. Und sie haben vielleicht ein bisschen Ketchup verteilt. Ketchup, meinst Tinte. Für sie ist es Ketchup. Wenn du verstehst, was ich damit eigentlich meine. Ja, ich weiß, was du damit meinst. Kindgerecht, hast du das gesagt. Ich glaube, wir haben mal ein Team, was komplett fährt bei uns. Alle vier. Gesamt. Wir haben das legendäre Team. Das Team, was es nur in Legenden gibt? Das sinnvolle Team? Das macht, dass ich nicht viel Arbeit habe? Das war eine Spür... Okay, das habe ich noch nie gesehen, dass durch jemand durch eine Spürbombe wirklich so dumm gestorben ist. Dann hast du meine Tode noch nicht alle gesehen. Bin einmal durch eine scheiß Spürbombe gestorben. Da war ich auch wirklich dumm. Komm, wir müssen sie knuddeln. Zeigen wir ihnen die Kraft der Liebe. Nein, er hat mehr Reichweite, deswegen habe ich nicht bekommen. Ach, die haben hier Sprungbojen hingesetzt. Deswegen gammeln sie hier die ganze Zeit. Oder die rennen einfach rein. Tun sie auch. Vor allem der mit dem Pinsel. Ja. Ach, das ist süß! Oh, hab ich nicht. Dieser Jim. Das sind zwei mit dem Kalligrafen. Was ist denn hier? Was ist? Was? Ich spring da hoch und dann liegt auf einmal eine Klicksbombe! Die hat ja doch so hardcore random da einfach nur hingeworfen. Und ich spring rein. Weil ich sie nicht vorher kommen sehe. Ich habe zwei vernichtet. Oh, was? Die Gegner sind tot? Was? Was? Ich bin durchs Gitter gebackt! Was ist denn für ein Bug? Ich hab mich really durchs Gitter gebuggt. Ich bin nicht mal durch als Tintenfisch da reingegangen. Gar nichts war das. Die setzen die ganze Zeit da die Sprungbojen unten hin. Falls euch das mal aufgefallen ist. Okay. Wenn die Runde verloren geht, dann habe ich auch selber Schuld. Ah, ich wollte noch eine Bombe werfen, hat aber keine Tinte mehr. Ich hab mich einfach durchs Gitter gebackt. Okay. Die waren schon barrierefrei, was hast du erwartet? Guck dir das doch mal an. Weißt du, was gerade eigentlich viel interessanter ist auf Island? Ist ein größerer Vulkan dabei zu explodieren. Die Straßen sprengen da schon auf. Irland, wir haben dann Vulkane. Island oder Irland war es. Die klingen beide so ähnlich. Ich glaube nicht, Estland habe ich noch nie was vom Vulkan gehört. Irland. Und ganz weit unten, hier beim Ätna so in der Nähe, da ist auch noch dieser eine Supervulkan, der ist auch gefährlich derzeit. Vesuv kann ja nicht sein, der ist glaube ich schon länger. Nee, der hatte so einen ganz, ganz komischen Namen. Die Namen sind sowieso fragwürdig. Die pushen übrigens nur durch.
Ah, ich habe ihn sogar noch erwischt. Kämpfe mal wieder so eine gegen eine ganz ätzende helle Farbe. Ja, aber ist dasselbe Team ist. Was? Niemals. Ich meine, die waren auch Team Knuddel. So, das Ding erstmal instant geschrottet. Was? Wie? Der hat geschildet? Seit wann kann man schilden? Der Typ hat einfach geschildet. Das hab ich auch noch nie gelebt. Ich wollte gerade Tinte nachladen. Meine Tinte ladet so wenig auf. Ja, ich habe ihn noch bekommen, Alter. Der Kalligraph-Typ, der ist echt schnell, also. Ja, der hat mich auch schon ein paar Mal erwischt. Er möchte immer solche der macht immer solche hinterhältigen Angriffe. Also mehr solche Noob-Angriffe. Naja, sie scheinen ja zu funktionieren. Ja, ich meine, sie sind schlau, keine Frage. Ja, der Typ ist ein hinterhältiger Arsch. Ein hinterhältiger Arsch ist der. Der kann nicht richtig kämpfen, der möchte einen von hinten überraschen. Der muss Team Faustschreck dann doch sein. Warum wäre ein perverser Witz? Ich hab dich vorher gesehen. Jawohl, wir haben das noch gedreht. Wir haben das noch gedreht. Alter. So, und jetzt wieder zu Flatland zurück, ey. Die haben tatsächlich diesen scheiß Stützpunkt erobert. Ah, meine seltene Materialfabrik haben die erobert. Das sagte das Spiel zu Sunny. Bei der letzten Folge. Weil selbst, weißt du, selbst wenn du bei dem Spiel einfach nur ein Fenster öffnest, sagt er, okay, du hast gelüftet. Du warst der Lüfter. Ich glaube, das Spiel möchte ich auch wirklich hier ein bisschen schlecht dastehen lassen. Nee, eigentlich willst du hier immer deine besten Leistungen zeigen. Zeigen, dass du hast was getan. Aber dieses eine Mal auf jeden Fall. Tja, da hat dir dein Kampfpanzer auch nichts gebracht, ne? Was? Ich hab ihn. Okay, das ist doch lächerlich. Ich habe ihn mit der Jetpack, mit dem Jetpack habe ich volle Kanne getroffen. Er ist nicht gestorben. Anzeige ist raus. Wenn der mich jetzt bekommt, ne? Hier in der Ecke ist einer. Ich habe einen markiert. Da oben kommt auch einer. Ah, ich konnte meinen Regen noch werfen. Wer hat denn da gefärbt? Den verklack ich.
komplett schlampig hier an der Stelle. Ach, immer muss Papa Shining alles machen. Man muss Papa alles machen. Ich zeige euch, wie man richtig fährt, Minion. Oh, was? Der ist ja schon da! Lol! Okay, ihr habt ihn. Einfach mal eben kurz so beim Vorbeigehen erschlagen. Ich hab nicht damit gerechnet, dass er mich verfolgt. Aber er hat politisch diesen Selbstmord begangen. Oh Mann. Der ist tot. Ich hab damit auch nicht gerechnet, dass er eine angekommen hat. Scheiße, keine Tinte mehr. Warum habe ich immer im wichtigsten Moment meines Lebens nie Tinte? Warum wählt sie mir dann über? Müssen wir aber geschafft haben. Die Farben tun weh in den Augen. Der die Kacke erfunden hat. Ja, ich habe den mit dem Winkelmarker, aber ich habe auch den Regenschauer. Der Regenschauer regelt. Den kann man noch gut gegen Ende werfen. Ja. Aber buchstäblich scheiße. Nee, ich habe mit dem Breitroller gerade richtig viel umgebracht. Wenn das dein Makel ist. Das will ich sehen. Guck dir die letzte Runde im VOD an. Ja, du hast meine auch gestealt, also wo ich die halb schon gedamaged hab. Nein, auch komplett alleine. Alter, ich laufe hier mit einem Roller lang, ihr braucht hier nicht hinballern. Wenn ich mit einem Roller unterwegs bin, dann mache ich Feinarbeit. Was kennt der Shining? Ja. Auch bei in so Survival Games, da bin ich einer, der richtig frimmelig Feinarbeit macht. Also ich gucke, dass alles mehr oder weniger gut gebaut ist. Also ich gucke nicht darauf, das soll jetzt richtig geil aussehen, sondern ja, ist das so jetzt praktisch, bin ja dann richtig frimmelig. Macht das gegnerische Team überhaupt irgendwas? Ja. Ich frag nur für einen Freund. Mir kommt es nicht so vor, als würden die irgendwas tun. Die liquidieren sie auch die ganze Zeit. Wenn die Dinger runtergehen, ich würde die Dinger gern färben. Wäre es fast in so eine Bombe reingetreten. Ich hätte die Inseln kaputt gemacht mit dem Roller, ne? Das ist dir bewusst. Boah, eine Bombe und... Wenn ich mit dem Roller straight auf die Bomben zurenne, habe ich null Angst vor denen. So, ich wollte, dass die Dinger unten sind zum Färben. Hä? Ich hab den nicht mal gesehen. Ich weiß nicht, wer von euch die Explosion geschossen hat, aber ich bin in den reingerannt und die Explosion hat ihn instant ein zweites Mal in mich reingedrückt. Ich schätze Shining. Bisher bin ich nicht gestorben diese Runde. Ich bin nicht gestorben. Ich glaube, das war mit Abstand einer meiner besten Runden.
Ich war durchgehend am Pferden. Ich hab auch gar nichts gesagt. Ja, ich hab mich an dem Kampf nicht wirklich beteiligt. Ja gut, aber man hat auch gemerkt, die Gegner waren noch nicht sonderlich stark. Also, was kennst du diesen einen Cosmo-Flexer, den ich da habe in der Leiste? Hast du den schon gespielt? Kann sein, dass ich den schon mal gespielt habe. Ich glaube, den habe ich sogar schon fertig. Also ich finde tatsächlich... Der gehört tatsächlich jetzt. Wer von euch hat eigentlich gerade eben mit einer Explosion in ihn reingeschossen, dass der instant in meinen Roller ein zweites Mal reingedrückt wurde? Also er wurde nicht getroffen, aber er ist dadurch instant rein und hat einen zweiten Hit instant kassiert. Warst du auf der erhöhten Plattform da? Der kleinen Plattform da oben? Ich bin durchgelaufen mit dem Roller, bin gegen jemanden, Explosion kam, er wurde instant nochmal reingeschubst. Wir werden uns nochmal im Stream nachschauen. Ich färbe ihr rechts, bleibt ruhig weg von der rechten Hälfte. Ich schaff die schon alleine mit meinem Roller. Vision? Ja, wir sind ein Doppelroller-Team. Alter, ich war nicht in deiner Nähe, das kann ich dir sagen. Dass ich die ganze Zeit alleine unterwegs war, das hätte ich dir auch sagen können. Weil du ja gerade davon sprichst, von der Situation, dass du irgendwas reingeschubst wurdest. Nein, nein, der Gegner wurde in meinen Roller reingeschubst. Oh. Ich bin gegen ihn gelaufen und er ist reingeschubst worden von der Explosion und ist daran gestorben. Weil er dann nochmal in meinen Roller geschubst wurde. Ja, irgendwie in eine Granate reingesprungen und dann ist er zu dir gekommen. Nee, nee, ich hab den nicht springen sehen. Der war durchgehend unten. Der ist halt reingeschubst worden. Anders. Ich hab den so gut getroffen. Und dann hab... Ja, ungefähr so. Das war echt schlecht. Da muss man so... Der hat mich mit dem Flexroller nicht gekillt. Nicht? Also klar, Roller prallen aneinander ab. Ach, wenn ich das nicht hier mache. Oh, Junge. Na gut, das ist der Preis natürlich. Papa zeigt euch mal wieder, wie es richtig geht. Papa arbeitet. Sag mal, wieso konzentriert er sich auf mich, wenn vor ihm einer steht? Das habe ich auch noch nie gesehen. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich kann nicht in die Köpfe von anderen reingucken. Und wenn, dann hätte ich sehr viel Spaß da drin, weil da gehende Leere ist. Ich habe mich mit drei beschäftigt. Zwei habe ich gekillt. Er hat mich gekillt. Nein, der dritte. Oh ja. Wie gesagt, das ist halt der Preis, wenn man den Cosmoflexer nimmt. Brauchst halt wirklich mehr Schüsse. Und aber den Preis nehme ich gerne in Kauf, wenn ich mehr den Gegner mehr treffen muss. Und ich öfters in ihn reinspucken. Sag mal, seid ihr bei denen in der Basis, oder? Mehr oder weniger. Also ich färb dort gerade zumindest. Ich wollte gerade von hinten an dem Feind des Perser-Typen. Der wichtige ist schon mal. Du magst das gegnerische Team ist ja am meisten. Ist ja, meine ich, das Faust-Team, oder? Und ich habe ihn verstört, ja. Scheiße, er hat ganz in der Ecke dann noch reingekommen. Ja, ich wollte meinen Schauer noch zu denen rüberwerfen. So, heute läuft gut. Hm. Ja, morgen wird es wieder scheiße laufen. Meine neue Pose. Die habe ich heute freigeschaltet. Muss man gleich eine andere Waffe spielen, weil ich finde, mit dem Cosmo-Klexer zu spielen, das ist wirklich ein Genuss. Ich finde es echt Genuss. Waffe. Oh ja, das sind wieder die, die es von hinten mögen. Was? Wieso? Wegen der Faust. Und da muss ich nichts sehen, weil ich keine sexuellen Begriffe genutzt habe.
willst aber darauf was an. Willst auf was hinaus. Oh. Welche Witze soll ich denn sonst reißen über diese Teams? Weißt du, weil in dem Zelda-Teil, da konnte man zum Beispiel ja so sagen, ja, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wegen Team Weisheit und so weiter. Aber hier bleibt mir ja nur in der perverse Faustwitz. Oh nein! Bitte mehr! Oh mein Gott, kurz davor bist du. Oh Mann, das hat mich jetzt so geschockt, dass der andere mich gekillt hat. Oder wie würde Butters das sagen? Ich sag, wo, wo, in the boat. Butters, ey. Der Song, der war eigentlich ganz gut, tatsächlich. Frisst meinen Regen! Ich habe einen markiert! Da! Hab ihn! Ich hab jedes Mal die Mine, das vergesse ich. Sind wir schon in deren Base? Ja. Ich hab einen begleitet. Da unten ist einer! Und links! Ja, ist tot. Ich mach mal den Mist hier weg. Die Erdbeermilch. Okay, wir bleiben lieber in der Basis. Aber die haben. Obwohl, die haben alles untergriffen. Die haben die Basis jetzt gedeckt. Ich hab den Sprung verkackt. Warte mal. Dark! Nein, ich bin gegen die Mauer gekommen! Oh, bist du tot? Nein, ich bin dahin gesprungen, wo du gesprungen hast, und das war tatsächlich gerade sogar die richtige Entscheidung. Oh, wer hat ihn ernsthaft bekommen? Oh! Ich habe hier mehrere Leute im Alleingang fertig gemacht. Also wenn wir das jetzt nicht gewinnen, dann läuft was falsch. Oh Mann. Der Typ vor mir hat alles abgeblockt. Der zweite Roller-Dude. Ich hab's gesehen. Ja, Dominanz. Alter, wir sind die Antichristen. Was? Ja, 666. Ich wusste es. Deutschland. Ruhm für Deutschland. Man sah es nicht, wenn mein Avatar drüber ist, aber wir hatten gerade 66,6%. Alter, dafür erstmal. Okay, oh. Ich kaufe jetzt erstmal neue Waffen. Das Sinnvollste, was du mit dem scheiß Tyrann machen kannst, im Gegner rumhüpfen. Und die Tittenwerfer hast du bestimmt auch noch nicht. Ist ja klar, wenn du diesen Charge bei dem Tyrann machst, der ist Insta-Kill. Ja. Ich hatte aber heute der Morgen Tyrann, drei Kills damit. Der Tyrann ist trotzdem Müll. Warum sind die schon alle ultimativ? Du brauchst halt ein bisschen Glück. Schwischwa schwoppi. Ich glaube, der Pinsel ist trotzdem nichts für mich. Ich spiele ihn jetzt bis 10.000, aber ich glaube, der. Ach, ne, du spielst den Ultra-Pinsel. Ja, du hängst die ganze Zeit auf einer Stelle und das mag ich. Du hast den Ultra-Pinsel, mit dem hängst du nicht an einer Stelle. Ach, wenn du pinselst, dann bist du nur an einer Stelle. Du brauchst auch ein bisschen länger zum Zuschlagen. Der, den du hast, der tötet mit zwei Schlägen. Ich weiß, aber du bleibst auf einer Stelle stehen. Und der fährt extrem schnell. Schlecht, wenn du angreifst. Also du hast eigentlich gerade einen den stärksten Fächer. Ja, ist. Stark ist er, ja. Aber dein Movement ist halt total eingeschränkt, wenn du halt zuschlägst. Kann ich mit dem Tittentyrann Wände hoch? Also mit dem Titan hier?
Was? Noch ein Gegner? Ja, da oben hat die ganze Zeit ein Sniper gecampt. Warum muss der zweite Wandschropper beide Ultrascheißenteile in einem haben? Der hat den Winkelmarker und den Tyrann. Eine schlechtere Kombination geht doch schon gar nicht mehr. Geh weg von mir. Oh Mann, ich. Deswegen, das Movement ist richtig schlecht, also. Aber ne, der muss ja auch irgendwo Nachteil ab. Die Bombe, die dich getroffen hat, die hat mich verfolgt. Das war eine Suchbombe. Die war eigentlich an mich adressiert. Was? Betrug! Das war Betrug! Das sind übrigens definitiv E-Sportler. So wie die spielen. Stark wirken sie auf mich jetzt nicht. Die spielen sehr koordiniert. Im Gegensatz zu uns. Der mit dem Konzentrator, der nervt. Der nervt einfach. Hab ihn jetzt nochmal gekillt. Ich habe tatsächlich einige noch gekillt, also. Ich habe versucht nur noch zu pferden. Hat auch was gebracht, die Leute noch wegzuhauen. Ja! Ich habe nur noch gefärbt. Also das da unten, das habe ich gefärbt. Noch gegen Ende. Also sie waren, irgendwie wirken die für mich nicht stark. Also so stark jetzt auch nicht. Am Anfang waren die halt sehr dominant. Ja, die waren auf jeden Fall recht... am Anfang waren die sehr koordiniert gefühlt. Aber die haben danach irgendwie komplett reingepfiffen. Oh, warte, den Clip. Kann ich ja schon reinsenden. Guck mal, du hast sogar ein paar Clips gemacht. Ja. Das war von einem der ersten vor der King Streams. Da hat Akaya einfach den einen komplett in den Tod gerissen. Der hat einen unnötigen Kampf angezettelt. Kai ist gestorben und er ist geschwürstet. Und Teil 4 steht da einfach. Was denkst du hier? Ich war zu faul für ein Highlight. Ja, aber den Pinsel, den mag ich also nicht. Muss halt. Ich finde den Pinsel, den du gerade nutzt, ultra geil. Ich weiß, habe ich ja gesagt, ich mag den. Du magst den nicht. Auch natürlich mag ich den. Man muss halt nur achten, wo man ist. Also, dass man sich am besten so mittig hinstellt und dass man dann richtig geil färben kann. Das ist so die Logik bei dem Pinsel. Der ist halt einfach extrem stark im Nahkampf. Nur wenn man halt eine Granate zu dir wirft, wo du gerade am Färben bist, dann bist du zu 90% tot. Ich hab zwei mit dem Tyrann erwischt, ich bin zufrieden. Ich habe zwei erwischt, das passt, besser wird's nicht. Lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh, guck mal, hab ich nur einen erwischt. Heldenwaffe, ja. Man merkt, die sind richtig schlampig bei sich. Mann, ich spring einmal zu euch und dann auch einmal wieder so eine Scheiße. Ich weiß nicht mehr, was bei dir passiert ist. Ich war nicht anwesend. Ich war woanders. Wenn ihr nicht bei euch fährt, dann seid ihr selber schuld. Boah, Junge.
wusste, dass da oben einer gammelt, aber ich konnte nicht abschießen. Danke. Da ist noch einer. Bin. Der Sniper ist nicht! Ich weiß, dass die Sniper nerven. Dass ich das überlebt habe, ne? Gegen zwei oder drei Gegner waren das jetzt gerade. Grenze an Magie. Was mache ich denn? Danke. Scheiße, der wusste, was ich vorhatte. Nein! Nein! So, das ist kein Zielfernrohr, das ist einfach nur eine Markierung, dass ich markiert, dass ich vom Gegner oder markiert wurde. Ja, ich habe den Sniper markiert und der hat Angst bekommen. Ja, ich dachte, das wäre die ganze Zeit das Zielfernrohr. Ich hätte ihn gerade fast mit dem Marker umgebracht, ne? Ich habe ihn zweimal damit getroffen. Der macht 40 Damage. Ja, der ist gut. Kap. Mach's ihn doch. Nein, ich hasse das Ding, aber da der die ganze Zeit am Kämpfen war, habe ich mit dem scheiß Marker angegriffen. Weil der erst fake geht. Ich hätte ihn sonst niemals erreicht. Mein Schwoppi hat nicht die gleiche Reichweite wie mein Marker. Vor allem kann ich den nicht so hoch werfen. Hätte ich damit den Kill noch geschafft, wäre lächerlich gewesen. Was For the King übrigens angeht, da sind wir uns alle drei einig, also alle vier. Das ist bisher eins der spaßigsten Projekte, die wir bisher haben. Also das Spiel macht übelst Laune. Wie ist das denn? Ich sehe da nur eine Schatzkarte und irgendwie was. Das Spiel macht übel Laune, glaubt mir. Das kommt auch also ich habe ein Video dazu ja auch schon hochgeladen und das kam recht gut an. Für meine Verhältnisse. Was ich an deinem Fächer auch so geil finde, ist, dass er wirklich schnell im Färben ist. Wie langsam waren diese Raketen denn bitte? Die flogen ja im Zeitlupe. Und das ist ein Pusher-Team. Das war so, der Typ war so vorhersehbar, dass er in meine Richtung wollte und er ist trotzdem reingesprungen. Da ist noch einer unten. Ja, ich weiß. Ich wäre wieder fast in den Tod gesprungen. Ich hasse den Tyrannen. Oh, von hinten. Ich bin mit den Tyrannen in deine Raketen rein. Die Elite hat mich gekillt? What? Okay. Die Elite hat die allerhöchste Reichweite im gesamten Spiel. Nee, aber... Allein die Fläche, wo ich war, ich hatte voll den Low Ground und der war voll über mir und der hat mich tatsächlich irgendwie mit dem Strahl über mich getroffen. Genau. Verdammt, ich wollte den Scheißtypen da oben. Okay, da ist ein Zombie-Fan. Ja, der Highhammer mich denn jetzt. Achso, das war der LCT. Der Lackwurf war. Weißt du, ich verstecke mich hier extra wegen dem scheiß Elite-Typen, ne? Campende Sniper sind so nervig. Ich muss mich zurückziehen. Was soll der denn sonst machen? Ich will zu dir. Oh.
Oh, ich hab zwei noch eliminiert. Okay, das könnte sogar noch ein Sieg sein. Ich habe einfach unten als Tyrann in deren Base gedreht. Falls du den dicken Streifen da siehst. Dicken Streifen? Ja, da kannst du recht. Ganz recht? Ja, ja. Ich habe den Kreis als Tyrann gezogen. Ich habe nicht mal den Sport benutzt, ich bin da einfach im Kreis gelaufen. Weil der Tyrann hat nur einen Vorteil. Den ganzen Weg, den er läuft, färbt er. Oh, oh, Alter. Oh, das war schlecht. Oh, schon wieder in die Hinterlader, die es von hinten gerne mögen. Der stirbt jetzt. Es tut mir leid. Oh. Verbindung war weg. Es tut mir leid. Was, es tut mir leid? Ich weiß, dass der Witz schon wieder pervers war. Jetzt gewinnen wir die Runde. Vielleicht. Höhe Töne darf ich nicht spucken. Also ich muss nichts zensieren, aber es war trotzdem ein perverser Witz. Du willst doch nur, dass ich Arbeit habe. Ja, wozu bist du sonst bezahlt von mir? Ich werde bezahlt. Ist mir neu. Ah, Mann! Also um die eine Seite hier kümmert sich ja echt gar keiner, ne? Ich färbe die rechte Seite gerade komplett alleine. Ohne dass mich irgendwer auch nur im Entferntesten stört. Oh, jetzt bin ich zu nah rangegangen. Ich habe jemanden mit dem Tyrannen erwischt. Ich habe jemanden gedemütigt. Wieso? Es gibt einige, die ihn auch gut finden. Ich hasse das Ding. So fucking useless. Du bist einfach nur eine riesige schwimmende Zielscheibe damit. Mehr nicht. Ich komme. Ich habe ihn in den Tod gelockt. Das war's wert. Ich hab den mit den Stempeln in den Tod gelockt. Der wollte mir hinterher und ist in den Tod gehammert. Worth it. Verteidigungslinien halten! Gewonnen! Ach, scheiße, meine Artillerie, die wird halt jetzt voll. Man sieht mich als Tyrann noch auf der Map? Konntest du mich bei dir auch als Tyrann noch auf der Map sehen? Den riesigen Tittenfisch da rechts? Ich wusste nicht, dass man den am Ende noch da sehen kann. Okay, ich würde aber sagen, von den normalen Runden war das jetzt die letzte Runde des Abends. Besser wird's nicht mehr heute. Also müssen wir das den heutigen Tag mit Salmoniden-Runs jetzt ruinieren. Also mit den normalen Runden, wie gesagt, das war's jetzt für heute. YouTube sage ich einfach mal bis gleich. Nach den Zwischenergebnissen. Wir machen an der Stelle mit den dem Dreifarbkampf nämlich beim nächsten Stream weiter. Mit Twitch mache ich jetzt noch hier ein bisschen Salmoniden-Runs. Also, wie gesagt, YouTube-Zuschauer, bis gleich.
Ja, guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Community-Stream, wieder zum aktuellen Splatfest. Ja, Zwischenergebnis sieht für uns bisher nicht gut aus. Danke, Dark, dass du mir direkt zu Anfang direkt hier Arbeit verschaffst, aber ich wechsle gleich zu Shibi-Shining. Lass mich erst meine Anmod machen, Mensch. Warum kannst du das nicht vor dem Anmod machen? Dann hätte ich das schon vorher einstehen können. Ja. Heute sind die Dreifach-Matches dran. Ich darf gleich zu Shibi-Shining wechseln. Ich habe die Map hier eigentlich gerade gar nicht gefärbt. Wo kommt die Tinte her? Es gab gerade sogar einen Map-Wechsel. Beziehungsweise Aktualisierung. Ich habe nichts gefärbt. Wo kommt die 1 her? Ich hinterfrag's mal nicht. Ja. Dann legen wir gleich los. Ich und Dark. Geht ja nur im Duo. Ich sitze schon im Call. Du kannst reinkommen, wenn du willst. Hi. Hi. Hättest du das nicht ein bisschen früher einlösen können, dass ich nicht mittendrin während meiner Antwort nochmal wechseln darf? Hätte ich früher machen sollen, ja. War kurz am Überlegen, ob ich dich ein bisschen ärgern soll, oder? Ja, hast du schon. Den Job hast du schon erfüllt. So, Chibi Shiny eine Anmod, das wäre doch auch mal schön. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Ja, habe ich. Weil du dich erinnerst, einen Shellshock-Stream über gab es nur Chibi Shiny. Folglich war auch die Anmod von Chibi Shiny. Bin gespannt, wie gut es heute läuft. Gestern lief ja eigentlich relativ gut. Deswegen kann es heute nicht gut laufen, oder was? Könnte man auch so sehen, dass wir alle unser gutes Pulver schon erschossen haben. Oh. Man kann mit dem Superpinsel auch wie ein Kalligraph und ein Quasto auf den Boden sliden. Ja, gehört ja auch zur selben Waffenreihe. Ja. Wir dürfen angreifen, ja. Nein. Nein. Ich setze den Schild und dann nehmen wir das Ding ein. Katastrophe. Moin, Palaft. Ich guck, dass ich da oben mich hinsetze. Hier in die Ecke. Die Manta Maria ist auch wunderbar dafür, ne? Also mein Schild ist schon mal bereit. Warum war mein Boden wieder orange? Ich verstehe es nicht. Mich hat nicht mal einer abgeschossen. Weil hier einer war, der alles orange gefärbt hat. Nein, der hat auf dich geschossen, ich auf mich. Den habe ich ja auch umgebracht. Oh, ich habe ihn gekillt. Verdammt, ich hatte den Schild eingestellt und wollte das Ding einlegen. Gerade gesehen. Die Kombi funktioniert ja eigentlich. Schild setzen und einnehmen. Da oben steht einer. Hab ich ihn. Hab ihn! Wir schützen! Danke. Ja, alleine kannst du das Ding nicht einnehmen. Ja, der Rot hat mich leider gestört. Irgendwie versuchen muss man das ja. Ich versuche eigentlich denen gerade den Weg zu nehmen, an denen sie hochklettern können. Nämlich da unterm Boot erwischt hat. Da kam auf einmal ein Stempel. Bis in ihn reingerannt. Ich bin da hoch und auf einmal war da ein Stempel. Den habe ich vorher nicht mal ansatzweise kommen sehen. Da gammelt übrigens ein Sniper ganz hinten. Zumindest zieht er die ganze Zeit was auf dich. Hast du dein Schild bereit? Nein, noch nicht. Jetzt habe ich ihn.
Ja, wir sind nämlich Schütz! Ja! Hab ihn gesetzt, nutzen. Mit dem brauchen wir uns doch nicht kloppen. Guck, läuft doch! Mir geht's gut. Also mir ergeht es gut bisher. Ein bisschen traurig, aber sehr gut sonst. Oh, ich habe noch sehr gut gefärbt und die Gegner ausgeschaltet. Vielleicht reicht das. Sorry, wenn ich nicht immer den Chat sehe. Oh, hat glaube ich nicht gereicht, oder? Nee, gerade so nicht. Oh. Bitte kein Verteidiger. Ach man, ich will doch mal angreifen. Wofür nehme ich den Schild mit? Oh, ich hab den. Spritz mal von hier oben aus ab. Es ja, ist nur pervers, wenn man es pervers interpretiert und es auch so ansieht. Alter, willst du mich verarschen? Hallo! Er hätte mich jetzt noch bekommen. Tötet den Typen. Kann ich nicht, bin tot. Alle sind von uns tot, wie das? Ich wollte den mit dem Pinsel aufhalten, aber er war schneller. Fünfzehn Minuten davon waren Vorspann. Ich habe ihn mitgenommen. Also du musst eine Viertelstunde bei mir immer abziehen. Ich dachte, der wäre da hinten gewesen. Das war auch ein guter Kill. Ey, diese Haftbombe ist so schlecht. Wieso hat ihn den nicht gekillt? Als Verteidiger, ich dachte erst, als Verteidiger wärst du okay. Hm? Aber du bist ja richtig scheiße hier als Verteidiger. Mit dem Pinsel, also der Pinsel ist echt nicht gut hier. Ich brauche 3 Schläge, um einen zu killen. Was ist das für ein Scheiß? Hallo, der Pinsel ist richtig gut, den du hast. Ja, aber hier anscheinend ist er nicht so gut. Ich brauche 3 Schläge, um einen zu killen, obwohl mir 2 verschwunden. Dann triffst du nicht richtig. Nein, ich stehe genau einer drin. Es ist die Tinte, die mehr Schaden macht und nicht das andere. So. Pink ist komplett eliminiert und jetzt kommt Orange! Junge, ich bin auf der pinken Seite! Was macht der Orange hier? Die sind ein Team mehr oder weniger. Oh hey, sollten sie bei dir abhängen. Ich färb hier so lang. Pink bei. Pink jetzt bei Rosa. Alter, das könnten wir jetzt gewonnen haben. Ja, das haben wir gewonnen. Wenn nicht, dann schreie ich. Ich hab bei denen da unten gefärbt, weil sie da gar nicht gefärbt haben. Erster Sieg des Tages. Ja. Wenn du den Pinsel ganz leer pumpst, dann hört sich der an wie ein Staubsauger, wenn du da durch die Gegend saugst. Okay. Mann. Okay. Achso, sind schon 30 Minuten vergangen? Nee. Mach dir mal 15 Minuten Vorbereitung. Ja, das habe ich ja, auch schon gesagt. Ich habe immer so 15 Minuten Vorspann laufen, weil ich dann noch am Vorbereiten bin.
Bei Splatoon warte ich dann auch immer, dass sich die Map erst gewechselt hat. Beziehungsweise die Lobbys neu eingestellt sind. Aber ich das nicht onscreen habe mit dem Ladescreen deswegen. Den Sniper gesehen? Ja, da oben. Danke. Der hat auf mich gegeiert. Da unten ist übrigens der andere, der kommt gleich zu dir hoch. Leute, oh, wie mich der Inferno wirklich fast gefehlt hat. So, den mit der Sniper habe ich mal einmal kurz ausgeschaltet. Hier ist ja fast gar nicht gefährdet. Oh, da war der Sniper oben. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, das Gute ist, der achtet überhaupt nicht auf meine Bomben. Ernsthaft? Die brauchten gerade die Ult, um mich fertig zu machen. Der Sniper, der geht mir auf den Keks. Okay, das sieht ja noch ganz gut aus. Tot. Der Sniper, der gammelt da schon wieder. Der gammelt da hinten auf dem Schiff. Hab ihn. Achso, ja. Zwei Sniper. Achso, sehe ich es gerade auch. Ja, das beide Teams haben einen Sniper bei sich rumgammeln. Wir haben uns gerade irgendwie gegenseitig behindert. Ja, irgendwie kommen die mir echt easy peasy vor. Also die sind nicht sonderlich gut. Vor allem die Sniper nicht. Hab ihn. So, der hat sich da oben geschlägt. Ja, der Sniper war durchgehend am Campen. Was sollen die denn sonst machen? Ja, vielleicht ein bisschen nach vorne rücken. Oder zumindest nicht ständig an derselben Stelle campen, dass man auch easy mit der Bombe einfach weggereckt werden kann. Der hat nie auf meine Bomben reagiert. Ich habe die immer neben ihn geworfen. Sogar so, dass er es sehen konnte. Das ein oder andere Mal. Und der hat sich nicht wegbewegt. Ja, ich muss ja, gut, das klingt natürlich klar, aber irgendwie macht der erste Bogen mehr Schaden. Warum dürfen wir nicht angreifen? Immer sind wir nur Verteidiger. Ja, mit dem Bogen wäre das Angreifen wirklich viel besser als das Verteidigen. Das ist der Lack, den du nutzt, ne? Ich meine, der hat auch die Schwarmraketen, oder nicht? Nee, der hat die Ballons. Achso, du hast den neueren. Die Ballons sind doch auch ultra geil. Ja, die dienen gut als Ablenkung. Dienen auch gut zum Färben. Ich werde gleich von hinten überrascht. Was? Ich sag's ja, von hinten werde ich überrascht. Gegen den mit der Splatling, da kann ich nichts ausrichten. Nein! Ich bin dem hilflos ausgeliefert. Hab ihn noch erwischt.
Ich bin noch entkommen! Aber da war eine Haftbombe. Die hat mich erwischt! Vorhin dreimal die Sprudelbombe, die hat mich doch gar nicht dreimal erwischt. Das ist lächerlich gewesen. Ich bin ja ausgewichen. Meine einzige Chance, den auszuschalten. Der mit das Blättling, der nervt mich ultra. Da meine Rache wenigstens bekommen, ey. Oh, Mann. Ich kann gegen den mit das Blättling halt echt gar nichts ausrichten. Der hat eine 10-mal höhere Reichweite und Feuergeschwindigkeit als ich. Ah, da hat schon wieder einer auf der Mauer gegammelt. Noch sieht gut aus. Ich hab beide erwischt, während die ein Schild gesetzt haben. Wow. Alter, ich seh dich. Du mit dem Pinsel da. Boah, jetzt wurde ich von Orange auch doppelt angegriffen, aber es hat ja noch... Ich konnte noch eine Bombe werfen. Aber wenn du außen stehst, dann geht das mit dem Bogen. Du kannst sie richtig nerven. Aber die Sprudelbombe, das war die Königs-Szene. Ach, du hast die Sprudelbombe und nicht die anderen? Ich wurde von der Sprudelbombe einmal richtig dumm gekillt. Ja, die hüpfen einem meistens hinterher. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Hä? Da ist jemand mit einer Sniper. Läuft noch nicht gut aimt. Kann es mir egal sein. Endlich kann ich nochmal spielen. Mit einer normalen Waffe. Der Blaster, den du hattest, war gut. Ich sage ja nicht, dass er schlecht ist, aber irgendwie macht Blaster macht mir nie so viel Spaß zu spielen. Bin da so ultra langsam mit. Das ist das, was mich immer wieder stört. Ich bin dem gerade Tintentyrann hinterhergejagt. Den Tintentyrann kann man nutzen, um die Kuhlkugel abzuwehren. Das Ding hat einen Nutzen. Ist trotzdem fucking useless. Bevor hier irgendwer was sagt. Warte, was ist useless? Ich habe jetzt nicht genau zugehört. In der Tintentyra, der ist trotzdem fucking useless. Auch wenn man damit sich einfach in die Kuhlkugel reinstecken kann, ohne was abzukriegen. Oh, das hat er schlau gemacht. Nee, nicht für lange. Der kommt zurück. Die hat ja den Handschuh genutzt, ne? Oder hat der einen Supersprung genutzt zum Abbauen? Ich hab's nicht genau gesehen, ich hab nur gesehen, dass er weggehüpft ist. So, den Sniper direkt umgebracht. Du Affenkind!
Kind? Ganz hinten steht der Rollertyp. Und übrigens unser. Hab's gesehen. Hinter dir auch. Ja. Weißt du, die Wand war komplett grün und mein Inkling hat sich geweigert, die Treppe hochzugehen. Dass ich dann einen Krampfanfall bekomme, dann. Wieso waren die überhaupt bei uns oben? So hoch kann man doch gar nicht springen. Doch, der Airbrush. Der Typ mit der Airbrush ist durchgekommen. Ich habe die ganze Zeit den da oben auf der Plattform angeschossen. Er hat keinen Schaden bekommen. Und dann ist ein Mate zu ihm gesprungen und dann. Ja. Dann war die Scheiße. Oh, ich hab meinen Marienbogen. Fuck. Warum bist du hier? Weil dein Wandschlepper so lange braucht, ja. Aber ich geb mir Mühe. Ja, du kannst euch nur geben, aber. Nein, bist du trotzdem. Oh, ich hab Tinferno, Alter. Hab ich überhaupt schon einmal Tinferno eingesetzt? Weiß ich doch nicht. Ich achte da nicht so drauf. Ich glaub nicht. Oh mein Gott, als ob der Typ mich erwischt hat. Oh Mann! Ich habe keine Tinte mehr, genau dann! Ich hasse es, keine Tinte zu haben, genau dann, wenn ein Gegner vor einem steht. Boah, ich hab den noch erwischt, geil. Sag mal, wollt ihr nur verrecken? Ich hab keine Tinte mehr, die kommen mir genau dann, wenn ich keine Tinte mehr habe. Als ob die halt riechen könnten. Effizientere Spielen wäre. Ach, ich habe ja auch einen Disperser, sehe ich jetzt gerade. Ich hab vergessen, dass ich das. Ach, und ich brauche 4 Schüsse. Okay, 3 Gegner eliminiert. Gott, Alter! Easy. Bis ich erstmal gemerkt habe, dass ich ja nicht mehr den Cosmo-Kleck da hab. Ich hab. Ja, sag ich. Ich bin ein Tintenfisch! Wie kann man so lost sein? Frag Sunny, der hat das studiert. Das Lost sein. Guck mal, da unten bin ich und versteck mich. Such mich. Und? Such den Tintenfisch. Da konnte, man konnte jetzt gerade Such Waldo spielen. Ich schick den Screech oder dann kannst du Such Waldo spielen. Nee. Bock. Ich hatte da mich nämlich als der große Tyrann versteckt. Zumindest für diesen Joke ist der gut. Schaffen wir den Ultimativen heute noch? Wenn du Skill hast, dann. Ja. Hm. Weil sie dann scannen und dann schaffst.
Guck dir meine Kills an. Sieht das irgendwo nach Können aus? Nee. Danke. Du hast die Zahl gesehen. Da guckt mal, einer vom gegnerischen Team ist schon müde. Na? Ich hab gesagt, der eine hat als Name I'm Tyrant. Meine besten Jokes werden nie verstanden. Entschuldigung. Menschen, die haben halt nicht so ein großes Mikro. Würde auch mal verstehen. Guck mal, hab ich einen gekillt. Was? Bring da! Ich musste schön weit oben hinsetzen. Ich habe ja keinen Springer gehabt. Den haben wir. Der hat mich. Oh, ich habe so viele gedamaged, ne? Aber leider hätte ich mich auf einen fokussieren sollen. Mann, ist es ein Ernst? Ich habe gerade keine Tinte. Warum wollt ihr mich verarschen? Ich habe überlebt. Schade. Einfach nur reingerannt. Das hat teilweise geholfen. Ich glaube, mit der Erbe musst du ja sogar rein. Oh, was? Ich habe ihn mit der Granate gekillt und die ist nicht mehr explodiert. Ich habe den müden Typen erledigt. Ich habe nicht mal gesehen, dass er da war. Alter, wie oft haben die bitte die Ulti? Die Erbasch hat die sehr schnell. Nein! Schnell! Nur 4 Punkte. Ich weiß nicht, ob wir gewonnen haben. Aber ich glaube wohl, wir haben, glaube ich, gewonnen. Ja, haben wir. Das ist gut. Ja, wenn nicht, dann Klage. Klage. Dann kommt eine Klage. Klage wegen was bitte? Da wäre Betrug gewesen. Wenn man nicht, dass da oben eine Truppe ist, ey. Mit den Rechten, ich würde gerne noch was Zusätzliches machen, wenn wir hier noch den Ultimativen geschafft haben bei mir. Na, was denn? Dann würde ich endlich mal gerne die Revierdeckkämpfe, zumindest hier in diesem Stream einmal machen, so 5 Runden mit dir. Dann habe ich die endlich mal gehabt. Revierkämpfe? Die Revierdeckkämpfe. So. Die Splatting, die ich gerade habe, ist echt kacke zum Färben. Oh, weil die ist echt nicht breit gefächert. Okay, da kam einer mit der Hand hoch. Boah. Mann, Alter, das sind Pusher. Ja, guck die mal, drück mal X. Oh mein Gott, ich bin in die Falle da gefallen. Du musst nur mal X drücken. Ja, die Typen sind schlecht.
Prototyp wird schlecht. Ja, der kommt schon wieder mit dieser scheiß Hand rüber. Hab den einen. Ich nehme mich mit. Boah, bei der kann ich ja froh sein, wenn ich die schnell durch habe. Also die Coolies Battling Fresco, die ist echt kacke zum Färben. Einfach abgefangen. Ja, ich konnte gerade nichts machen. Ich brauche ein bisschen zum Aufladen. Ach, wir haben einen, der gerade bei denen fährt. Keine dumme Idee, da steht keiner. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt geschafft haben, aber... Könnten wir geschafft haben, aber... Ja. Hallo, die haben so dämlich gespielt. Ich glaube, du rennst doch nicht instant bei den Gegnern in die Basis. Was erhoffst du dir davon? Ey, die hatten am Anfang Erfolg, das kannst du nicht sagen. Dass das nicht schlecht war von dem am Anfang. Gut, bei mir war das. Der zweite Tod war mir wirklich schlecht. Bin wirklich in den High Hammer. Ja, aber das kannst du doch nicht machen. Du musst doch damit rechnen, dass das komplett in die Hose geht. Komplett durchzupushen. Also nur beim Gegner abhängen zu wollen, das kann nur in die Hose gehen. Zwei Siege und dann sollte ich es eigentlich haben. Ja, ich brauche noch länger, ich habe gerade mal die Hälfte. Haben wir nicht zeitgleich gemacht? Ja, aber ich habe ja am Anfang ja schon gespielt. Ich bin ja schon längst in den letzten Rang. Ja, wenn du die Plusränge haben willst, ich musste offscreen ein bisschen arbeiten. Wieder ein Pusher. Das bringt einem zu Anfang nichts. Ja, gegen doch. Ende ist das praktisch, aber nicht gegen Anfang. Alter, nein! Wie hab ich das verkackt? Kann sich gut wehren. In der Mauer. Hallo, ich hab dich mehrfach getroffen. Ah, Kacke. Du hättest eigentlich sterben müssen, Kollege. Ich glaube, der Schwapper ist echt besser als dieser... gleiche Reichweite und der braucht nur zwei. Ich gehe nicht mehr da oben lang.
Gegen die Kugel kannst du damit recht wenig machen mit dem Tintegrator. What the fuck, Alter? Alter, diese Holpo ja war richtig OP. Okay. Angeschossen und dann kriegst du noch die Häufung, ja. Ja. Doug, ich will dich verraten. Warum stehe ich hier oben drauf? Das war doch nicht ernst gemeint mit dem Verraten. Okay, ich habe so viel eliminiert. Ich bin dabei. Ich hab so viel eliminiert. Komm, das müssen wir schaffen, so viel ich ausgeschaltet hab gerade. Ich war dabei. Ich bin neu! Ich bin in die Robobombe reingesprungen. Ich war dabei. Ich bin zu einem gesprungen und da bin ich genau in die Robobombe gekommen. Ich war schlicht und ergreifend dabei. Man sieht den Stempel sogar. Den der eine in der Hand gehalten hat. Also den Stempel kann man so offenbar auch noch sehen. Man hat mir endlich Fistbump gegeben! Ja! Geht doch! Ich hab nur 9 getötet? Junge, das hat sich... Ja gut, also... Endlich hat mir eine Legende Force gegeben. Und ich hab 800. Also ich hab wen eigentlich nur 100? 3 Lose oder einen Sieg und einen Lose. Dann habe ich es geschafft. Kein. Frage ich mich wirklich, Alter, seit wann haben die Menschen so viel Zeit, das Spiel zu spielen? Beim Chef anrufen, ich hab am Montag keine Zeit. Montag? Ja, beide Tage von 0 bis 24 durch. Ich glaube, du müsstest dann erstmal in die Entzugsklinik, Alter. Ich sag, das so meinte ich doch mit keine Hobbys. Kommt einfach instant schon eine Kugel zu uns. Oh Gott, die Kugel war in mir. Wow. What? Oh, wir haben auch einen Pusher, glaube ich. Zumindest einen richtig verrückten. So. Da ist er. Oh. Oh, ich liebe, wie gesagt, den Disperser. Der ist wirklich gut. Solange es nicht der Schwache ist. Da gammeln wir jetzt schon bei denen drüben? Ja. Dann spielen. Okay, das kann ich nicht abfangen. Ich kann zwar vieles mit dem Tintegrator absaugen, aber ich kann damit keinen Stempel absaugen. Definitiv nicht. Gut, Google, nicht in meinem Gesicht, bitte. Ich wollte den Sniper hier oben erwischen. Der campt nämlich da oben und wirft die ganze Bomben. Der fuck, da war ihn. Ich hab ihn. Ich sagte ja auch in der Mehrzahl, wir haben ihn. Ich hab das wir echt nicht verstanden. Ich hab das ich verstanden. Als ob ich mal irgendwann was geschissen kriege. Das hast du jetzt gesagt. Okay. Ich hab einen kleinen Angriff von dem Typen aufgehalten.
Okay, ich muss nur noch eine Runde spielen. Wir haben nämlich definitiv gewonnen. Hui, okay. Ich geh nochmal baden! Das ist echt keine Hobbys, wenn du da runterspringst. Glaubst du mir oder glaubst nicht, das war nicht mit Absicht. Aber die sind gut, die Runden. Die letzten Runden sind gut. Vielleicht liegt es wirklich daran, weil wir so ein bisschen unsere Waffen, unsere Main-Waffen haben, weißt du? Es macht einen Unterschied einfach, wenn man einen Dreifarb macht. Oder generell Schusswaffen sind was für uns. Ich meine, Disperser ist jetzt auch nicht sowas, was ich jeden Tag spielen würde, aber... Den Fächerfärber mag ich richtig doll. Den mag ich auch. Oh Gott, Flexbombe! Oh, er wird gläubig. Ich bin gläubig. Ich nicht. Oh mein Gott, als ob der Typ mich mit hässlichen Flexroller gekillt hat, diese Art. Aber ich habe ihn ja nicht an. Ich wollte die von oben absaugen. Den Shiny, das muss ich wollte lutschen. Das ist ja echt gut. Ja, aber muss erst Hose dafür runterlassen. Stellt er sich mit dem Kampfpanzer dahin extra nur, um mich wegzuschießen? Sein Ernst? Oh Mann! Als ob er mich mit dem Sprengler genau Sekunde genau. Die Runde wird kein Win. Zumindest bisher nicht. Ich habe von hinten Leute aufgerollt. Er könnte zumindest wieder ein bisschen die eigene Basis werden. Und es hat geklappt. Der hinterhältige Angriff, der war erfolgreich. Ich habe nicht geglaubt, dass das funktioniert. Na, ich habe ihn zumindest mal erwischt da oben. Hab ihn. Weil ich habe auch seine Tinte die ganze Zeit abgesaugt. Ja, ich habe ihn noch erwischt. Oh, Gefahr? So weit waren wir? Gerade war es ganz anders vor 20 Sekunden. Hey, vor haben wir gewonnen. Was verregst du dich auf? Reg mich doch gar nicht auf. Es war eher eine Verwunderung, dass da bei denen Gefahr stand. Ich hab's für heute geschafft. Alter, eine Artilleriestufe. Ja! Krass. Ja, ich hab dir noch... Ja! Endlich! Endlich hast du meine Schimmelpilzhand angefasst. Eine schöne. Und ich habe den Platscher fertig bekommen. Ich muss ihn nicht mehr spielen. Ich habe den Disperser fertig bekommen. So, ich wäre für heute fertig. Also, wir könnten nur eine Runde spielen. Also, ich meine, wir spielen bis 21 Uhr, von daher. Ich wollte noch mit dir die Revier-Deck-Dinger machen. Ja, eine Runde müssen wir noch gewinnen, komm. Nimm dafür den Cosmo. Ich finde das... Ach komm, ich bleib beim Disperser, komm. Weil der hat mich wirklich
sehr gut durch die Runde gekommen. Ja gut, dann machen wir das gleich noch. Kein, ich meine, wenn er, selbst wenn die Runde, wenn der Stream 5 Minuten länger ist, ist ja nicht schlimm, Alter. Willst du dir nicht noch dein Deck dann zusammenstellen? Ja, ich hab keine Ahnung. Jeder kommt jetzt blind rein, also. Warum kommt eigentlich die ganze Zeit die, obwohl, nee, die, ja gerade die andere. Die kommt aber trotzdem irgendwie häufiger. Hä, wo kommen die Raketen her? Da hat nichts auf mich gezielt. Warum waren da Schwarmraketen in mir drin, wenn es nicht mal vorher auf mich gepeilt hat? Zeig mir wenigstens, dass welche mich anvisieren. Sie sind sonst richtig räudig. Danke, diesmal wird es mir wenigstens gezeigt. Boah, nicht in die gegnerischen, die eigenen. Von dem eigenen Mate. Ich hab zwei Gegner gekillt! Achso, mit der Entfernung wahrscheinlich. Von da ganz hinten. Was hab ich gekillt, bitte? Die Heu? Nein, der Lack! Ich wollte gerade sagen, Alter. Die Rolle, wo ich bin, nämlich da drüber gesprungen. Wurde ich voll weg, der Laser. Ey. Obwohl, die Gegner sind auch tot, also... Ja. Dieses Blattling. Hab noch ein bisschen fein gefärbt bei uns. Okay, dann stellen wir das Deck mal zusammen. Dann gibt's jetzt endlich die Revierkämpfe, die ich schon ewig versprochen habe. Jetzt kommen sie endlich mal. Verzögert. Komm, gib mir Ghetto-Faust. Nee. Du kriegst keinen AIDS, wenn du mich anfasst. Doch. Ich hab voll die geilen Punkte. 1-1-1-1. Du hast auch nichts geschissen bekommen? Nein, Punkte meinte ich jetzt. So. Ne. 2. Du hast 2-4. Das ist wahrscheinlich. So, es ist endlich an der Zeit. Das, was ewig versprochen war. Aber vorher muss ich das eine Tritonshorn ausgeben. Oh, scheiße. Jetzt, wo du es sagst, ich muss es auch noch machen. Ich bin auch ein Level oder so aufgestiegen. Okay, es ist Zeit, endlich. Die Revierdeckkämpfe. Der Volcano fordert sich heraus. Zeitlimit machen wir mal gar keins, ne? Ne. Das Game hat ihre Herz. Du bist ein zentraler Spielmacher. Du hast keine Chance. Denn ich hab nur ein gutes Blatt.
Der Hydrant. Sehr interessante Wahl. Ich dachte, du magst den Hydranten nicht. Guck mal, ich benutze jetzt deinen Lieblingskameraden. Guck mal, den magst du doch. Den Stapler. Ich finde es interessant, dass du nichts dazu sagst, dass ich so ganz lange ja. Hier hinwandere. Ja. Scheiße. Ich habe drei in eine Reihe. Oh, drei. Siehst du gleich. Er kann überhaupt was machen? Ich habe einfach die Taktik gemacht. Ich versuche dir so gut es geht, den Weg abzuschneiden. Ey, ich kann nicht mal was. Kann nicht. Wow. Der drei Fähigkeiten, oder? Aber ich habe doch drei aktivieren. Ich habe doch auch drei in der Reihe. Was ist das für ein Betrug? Du hast doch deinen Spezialangriff aktiv. Kennst du schon meine Kugel? Offenbar nicht. Nee. Spezialangriff, undercover. Ich habe keinen Spezialangriff. Ja, ich kann nichts machen. Meine Taktik geht auf. Ey, das Spiel ist scheiße. Ich kann das nicht. Wenn du meine Taktik war dir, die Felder wegzunehmen, damit du nichts mehr setzen kannst. Ich kann doch nicht mal einen Spezialangriff aktivieren. Was ist das? Ja, okay, dann jetzt weiß ich auch wieder Spielpunkt. Ich hab's geschafft, ich er kann nur noch aussetzen. Nee, ich kann nichts mehr machen. Ja, wo soll ich das wissen? Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Kann ich irgendwo aufgeben? Ja. Wie scheiße. Spielen wir noch eine Partie? Ja, ich hab Kackdeck, sehe ich gerade. Sollen wir aber beide Standard nehmen? Hey, wir machen noch einmal so ein Deck. Blitzstation! Ja, wusste nicht, dass es so viele meinen. Nein! Ja, okay, egal. Ja, okay. Es hörte sich hallo, nicht hallo. So an, als ob du dein Blatt behalten willst. Oh, oh, du versuchst meine Taktik zu imitieren. Es ist auch wichtig, du musst da unten bei den Karten hingucken. Da steht bei, wie viele aneinander sein müssen, damit sich das aktiviert. Mieze Katze!
Muss übrigens auch Spezialangriff aktivieren, dann aufdrücken. Ja, ich kann es nicht. Und du hast schon einen Punkt gesammelt. Wenn die aufleuchten, dann hast du die Voraussetzung erfüllt. Du musst bei der Karte unten gucken. Ja, ich hab's gesehen gerade. Da steht bei, wie viele aneinander sein müssen, damit du Punkte für den Spezialangriff kriegst. Ich habe gleich ein Problem. Damit wolltest du mich doch jetzt ärgern. Wieso ist er nicht aktiviert worden? Ich setze einen Zug aus. Ciao, Octario. Du musst auf das Spezialangriff aktivieren drücken und dann kannst du das nutzen, aber man kann nicht alles dafür nutzen. Spezialangriff aktivieren. Du hast ja die Auswahl, ob du was abwerfen kannst oder Spezialangriff aktivieren. Wenn du den aktivieren kannst, dann leuchtet der auf. Ja. Ich meine, dieses Leuchtding, das ist ja was, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Das heißt, du hast da eigentlich einen Spezialangriff ready. Nein, aber ich habe hier keinen Spezialangriff aktivieren. Ich habe ein Problem. Eine ganz dicke. Du hast mich outminded. Wenn ich das noch gewinne, wird es ein Wunder sein. Peter sagt, dass du nichts mehr legen kannst. Ja. Nein! Oh, Glück im Unglück. Oh, ich kann keinen Zug aus. Ich muss einen Zug aussetzen. Dein bester Freund sorgt dafür, dass ich mit einem Punkt verliere. Oder vielleicht auch nicht, weil ich habe noch die klecksige Bombe. Für genau 3 Punkte. Mann. Ich habe extra auch ein paar kleine dabei. Ja, ich auch, aber ich krieg die nicht. Ich krieg keine mehr. Guck mal. Ich komme sogar noch ein bisschen zu dir rüber. Also das mit dem Färben, das verstehe ich ganz, aber... Jawohl, das war knapp. Und ich habe mehrere zwei... Einige sagen, okay, du brauchst 2 in der Reihe. Aber stand da nicht. Also du hattest 3-mal auch mal den Spezialangriff bereit. Ja, konnte ich aber nicht abnutzen. Ich verstehe es nicht. Oder brauche ich eine Karte, die genau die gleiche Fähigkeit hat? Du brauchst, glaube ich, eine... Als Spezialangriff brauchst du beispielsweise sowas wie die Kugel und so weiter. Halt, was auch wirklich ein Angriff ist und jetzt nicht so eine Charakterkarte. So. Na, ich kann noch... Kann mir mal... Oh, na gut. Ja? Stapler, let's go! Stapler, let's go! Dein Lieblingsgegner bei den Salmoniden! Dark, ich komm rüber!
Nein. Doch. Nein, das habe ich gemacht! Herbert! Ich hab... Nein, das ist unfair. Ich hab nicht ausgesetzt. Ohne wird das unfair, bitte. Ich bin... Das zählt nicht. Ich bin nett. Ich bin nett. Ich habe jetzt auch eine Karte weggeworfen. Du kriegst gerade einen Freifahrtschein von mir. Ja, komm, aber das war wirklich unfair. Wieso hast du da einen ready? Ah, nee, jetzt habe ich es verstanden. So, ich kann einen Spezialangriff machen. Ich tue es nicht. Wie scheiße. Vielleicht muss man einfach nur angrenzen, ohne dass man selber kaputt geht. Ach, ich hätte gerne deine Felder, darf ich? Fick dich. Ich bin doch nicht so gemeint. Es tut mir leid. Oh. Ich glaube, ich habe zu viele große Karten genommen. Das war, kann ich mal setzen. Kannst jetzt nichts mehr dazwischen quetschen, ne? Ne. Das sind die Revierdecks-Camper, Leute. Die machen wir jetzt jedes Mal. So unfair. Ja, komm, das kann ich vergessen. Kann man vergessen, also. Ich habe eine Siegesserie! Wir können auch beide einmal Standard nehmen. Ja, gut, das kann man auch, aber ich brauche ein besseres Deck. Also. Ja, das ist halt so ein bisschen. Wie soll ich sagen? Ein bisschen Glück, aber auch ein bisschen Unglück. Aber war doch spaßig. Machen wir was anderes. Wie kann ich... Ach, da bin ich gerade komplett... Ach, ich kann kein X drücken. Ah. Ja, wir können auch ganz das normale Deck kurz nehmen. Du kannst hier, meine ich, auch L drücken und in die Kartenliste reinkommen. Starterdeck. Starterdeck. Sehen wir, wer besser ist. Ich glaube, es lag nicht nur an dem scheiß Deck. Ach, ich würde dich gern eingrenzen, darf ich? Richtig. Nein! Hä, wieso habe ich den blauen bekommen? Weil du mich eingenommen hast. Das kannst du doch nie machen. Tag, das ist illegal, was du gerade gemacht hast. Nein!
Wieso habe ich kein Lava-Dings? Nein, du hast denselben Plan wie ich. Ich könnte natürlich eigentlich deine Karten reinschauen, mache ich aber allerdings nicht. Ja, das wäre gemein. Wieso brennt bei mir nichts? Du hast doch was brennen bei dir. Ja, aber ich meine, ich mache das auch mehrmals. Ich glaube, du hast trotzdem mehr Raum. Gleich ja. Darf ich dir meinen besten Freund den Klecks-Konzentrator vorstellen? Wieso kannst du jetzt den Spezialangriff machen und ich nicht? Ich brauchte drei Dinger dafür und ich hatte drei. Du musst auf die Anzahl da auch achten. Nein, Dark, nur weil ich sie gezeigt habe, musst du mir jetzt nicht zeigen, wie es richtig geht. Gönn mir das eine Erfolgserlebnis in meinem Leben. Ich hab doch sonst nichts. Das war, glaube ich, gerade nicht ganz so schlau. Was ich da gerade gemacht habe. Hä? So kann ich den nicht. Die Spezialangriffe, die müssen an so ein dunkleres bzw. helleres dran anlegen. Du hast auch drei, du kannst doch definitiv einen Spezialangriff machen. Wie gesagt, die müssen an diesen helleren blauen Dingern anliegen. Ja, sitzt sie bei mir. Funktioniert aber nicht. Du hast doch gesehen, wie ich den angelegt habe, oder? Den Konzentrator da, der von dem einen bis zu deinem geht. Mir liegt die Scheiße an, aber es funktioniert nicht. Ich kann dir nicht helfen. Ich weiß nicht, was du falsch machst. Mach gar nichts falsch. Ich glaub an dich. Aber bitte mach keinen 31er. Wie geht das, Mann? Ich verstehe es nicht. Du kannst doch den Spezialangriff aktivieren. Ja, mach ich doch gerade. Du musst ja in meine Fäde reingehen. Die müssen an deinen anliegen. Aber du kannst nicht durch meine dunklere durch. Jetzt hat es die ganze nicht funktioniert. Die dunkleren, da kannst du nicht durch. Die sind so gesehen Wegblockade. Du kannst nur durch die hellen gelben. Mit dem Spezialangriff. Und es muss an deinen hellblauen anliegen. Weiß. Ist jetzt so. Nein, tu's nicht. Oh, ich hab noch einen. Dark, das war ein 30er Move. Jetzt muss ich auch 31er machen.
Nein! Du hast gewonnen. Ich kann nur maximal 8 holen. Und ich bräuchte 10. Nein! Endlich mal gewonnen. Nein, er hat endlich Spezialangriffe verstanden. Nee, habe ich immer noch nicht. Na komm, letzte Deckrunde. Nein! Das... Hm? Ich habe doch gar keine Chance mit dem... Achso, du meinst den ganz normalen Deck, Standard. Ja, ich kann auch mal ein Gemetiere-Herz nehmen. Ja, ich muss mal echt gucken, wie also das... Ich meine, ich konnte auch noch Karten upgraden. Ich habe nicht ganz warum. Das bringt. Ich glaube, dann bringen die mehr Punkte ein. Ich gehe ein neues Blatt, bitte. Das ist genauso kacke. Riesling. Das kann ich auch. Jetzt bin ich bei dir drin. Ich auch bei dir. Ich habe ein neues Zuhause gefunden und das ist deine Seite. Ich glaube, ich habe es besser abgedeckt. Ach, lass mich doch bei dir zu Hause rein. Ich will doch da nur ein bisschen rumkleckern. Keine Chance. Nein. Jetzt ist einer. Oh. So, stimmt bei. Nein. Jetzt war doch einer, der durchging. Triestringer. Kleckbombe. Habe ich das so ein bisschen verstanden? Nein! Das kannst du nicht machen, Doug. Ist illegal. Ich will auch ein Leuchteding. Auch gern Spezialangriff. Was? Miep! Doug! Warte doch mal, ich muss... Hatschi! Gib mir doch auch mal was Leuchtendes.
Noch in Führung. Noch. Werde ich das bereuen? Eventuell. Ich glaube, ich werde das bereuen, was ich gerade gemacht habe. Ich hätte das einfach da oben links in die Ecke packen sollen. Dirk, tu es nicht! Tu es nicht! Oh, knapp. Oh. Bin tot. Kann nichts setzen. Na, du hast gewonnen. Du hast einen Spezialangriff. Warte, ich guck gerade, wie ich die am meisten Felder wegnehmen kann. Hier kann ich viel wegnehmen. Yeah! Das war eng! Ich hab halt nur zwei Felder gehabt, ne? Ey, du hattest wesentlich mehr Spezialangriffe als ich. Ja, aber die waren halt nur solche Zweierangriffe, so. Na guck mal, das kann ich jetzt, ich hab einen neuen Gegner am Deck. Ich kann jetzt Arti herausfordern. Oh, ich kann jetzt Akku qualle. Gut da gespielt. Wollen wir aufhören, oder? Ja. Bin ich war jetzt lang genug für heute. Also, YouTube durfte die Revierdeckkämpfe natürlich auch sehen. Das war ja mal Pflicht, dass das endlich mal irgendwann auch drauf machen wir jetzt immer. Das mache ich immer mal. Warum kann ich kein X drücken mehr? Das ist so eine Scheiße. Wegen der Lobby, würde ich sagen. So. Ich sage einfach mal für die YouTube-Zuschauer, wir sehen uns gleich nach dem Endergebnis wieder. Ich bezweifle, dass wir gewonnen haben. Aber wenn doch, dann ist es das größte Wunder, was ich je gesehen habe. Ja, dann also, müssen wir schon gewonnen haben. Viele Runden. Dann müssen wir ja eigentlich bei den Kämpfen einfach komplett abräumen, irgendwie. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht bei den Vorrunden haben wir ja vielleicht noch ein bisschen, oder vielleicht hatten wir die meisten Stimmen. Jedenfalls, YouTube-Zuschauer sehe ich gleich nach dem Endergebnis wieder. Also euch sage ich mal, bis gleich.
Ja, Leute, da ging das Splatfest auch noch interessant aus. Also, das war ja wirklich ein ganz knapper Sieg noch von Team Handcheck. Ich dachte wirklich schon, dass die Fausttypen das jetzt gewonnen hätten. Aber dass sie es gerade so noch mit den Kämpfen gerichtet haben, das ist schon beeindruckend. Also, ich sag's nochmal, wie ich es schon beim Splatfest gesagt habe. Mir war sowieso Latte, wer von denen gewinnt. Ich konnte mit allen drei Teams nichts anfangen. Deswegen habe ich auch einen Zuschauer entscheiden lassen, welches Team ich nehme. Aber nichtsdestotrotz gebe ich natürlich einen dicken, fetten Applaus hier an das Team, was gewonnen hat. Ja, Leute, das war ein Klatschen, wenn ihr es richtig hören konntet. Einfach nur gut gelaufen. Und Leute, ihr hattet natürlich auch endlich die Revierdeckkämpfe bekommen. Die kommen jetzt eventuell ein paar Mal öfter bei den Splatfests oder normalen Streams dran zu Splatoon. Je nachdem, muss man mal gucken. Ich würde dann einfach sagen an der Stelle, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Abo und ein Like natürlich da lassen. Der Twitch-Kanal ist auch noch in der Beschreibung verlinkt. Und ich will nochmal erwähnen, das ist der einzige Stream eventuell, der dieses Jahr auf YouTube erscheint. Weil ich Stream-Projekte momentan eher ein bisschen nach hinten stelle, weil ich die normalen Projekte ja bevorzugen will. Splatoon habe ich eine Ausnahme gemacht, weil ich die Splatfeste wirklich aktuell halten will, wenn ich die hochlade. Deswegen habt ihr da eine Ausnahme bekommen. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr noch ein Splatfest übrigens geplant ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe das hier nur flüchtig gesehen. Das wurde mir wenigstens angezeigt, im Gegensatz zu dem vorherigen. Naja, ich wünsche euch jetzt jedenfalls noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao, Leute!